jetzt höchste Applausstufe von 0 auf 100 Turbostart unser erster Referent Matthias Nölke. Warum stehlen Menschen unsere Ideen? Einfache Antwort, weil sie gut sind. Eine gute Idee wird fast immer geklaut. Oder wie unser Gegenüber sagt, übernommen, verbessert, als Anregung genutzt. Und ganz falsch ist das ja auch nicht. Viele gute Ideen wurden überhaupt erst zu einem Erfolg, weil sie geklaut wurden. Vertrauen geht überhaupt gar nichts. Ohne Vertrauen können wir alle einpacken. Aber es geht eben um einen klugen Umgang mit Vertrauen. Und den zeichnet genau das aus, dass wir unser Vertrauen auf eine realistische Grundlage stellen. Weiteres Modul ist dafür zuständig, dass wir uns moralisch verhalten, dass wir kooperativ sind, dass wir anderen helfen und Gutes tun und auch an die langfristigen Folgen unseres Handelns denken. Und gelegentlich befindet sich dieses Modul im Standby-Modus. Es ist zwar vorhanden bei jedem, aber es ist nicht immer aktiv. Gelegentlich muss es angetriggert werden. Und auch das zeigt die Mogelforschung. Befinden wir uns in diesem Moralmodus, dann sind wir alle ganz brav. Matthias Nölke, Mai, war das ein Start in den Tag? Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer faszinierend, wenn man jemanden hat, der Gedanken der komplexeren Art auf eine so unterhaltsame Weise rüberbringt, dass sie a. nicht aufdringlich, b. leicht und locker rüberkommen und c. dann auch so viel Tiefe haben. Das beeindruckt mich immer.